Das Börsenjahr 2023, so langsam neigt es sich dem Ende entgegen. Und wenn wir uns mal anschauen, wie das Ganze jetzt im DAX beispielsweise war, dann sehen wir, dass der DAX bei 14.000 gestartet ist und dann schön konstant Richtung 17.000 gelaufen ist. Also völlig ohne Aufregung tatsächlich sah die Wahrheit etwas anders aus und der DAX-Verlauf sah vielmehr so aus. Da waren also jede Menge Aufregung und wir werfen jetzt mal einen Blick zurück auf dieses Jahr, was da alles so passiert ist. Ihr werdet erstaunt sein. Ihr werdet auch einiges lernen fürs neue Jahr, also bleibt dran und investiert in Wissen. Ja, Daxo bei 14.000 gestartet im Jahr 2023 und es könnte ja auch alles sehr entspannt und gemütlich weitergehen, wenn es da nicht diese Finanzexperten gäbe, die jetzt hier beispielsweise einen Rückfall auf 10.000 Punkte am 2023 befürchten und damit den einen oder anderen schon ziemlich nervös machen. Ja, am 17.01. folgt dann der Kenneth Rogoff, ich erwarte eine tiefe Rezession in Europa. Immerhin Harvard-Ökonomieprofessor, der wird es schon wissen, ja. Und der schreibt eben hier über große Probleme, die da auf uns zukommen. Ja, am 19.01. gibt es dann aber Entwarnung, denn Frank Wiebe vom Handelsblatt schreibt, 2023 könnte doch ein gutes Börsenjahr werden. Ja, wer hätte denn das gedacht? Ja, und am 20.01. kommt die Meldung, dass der DAX sich stabilisiert. Und zwar... Ähm, kurz vor den 15.000 und die 15.000, die sind jetzt besonders relevant. Ja? Und die schreiben hier: Der DAX ist schnell und stark gestiegen. Das macht ihn zwar anfällig für Rücksetzer, doch Anleger, die die Rallye vorerst verpasst haben, könnten dann wieder einsteigen. Ja? Das ist so eine typische Tagesmeldung. Am 13.03. jetzt eine Schockmeldung aus den USA. SVB Pleite sorgt unter deutschen Anlegern für Angst und Panik. Ja, SVB, das ist nicht irgendein Verein, irgendein Fußballclub, sondern das ist die Silicon Valley Bank und die musste ja tatsächlich äh, Insolvenz anmelden, nachdem viele Anleger geflüchtet sind, um das Geld irgendwo anders anzulegen mit höheren Zinsen und das hat dann für Turbulenzen gesorgt. Ja und jetzt hat man eben auch Angst Angst vorm Dominoeffekt denn da in den USA da ist was passiert mit einer Bank die Pleite geht das könnte doch auch andere Banken treffen plötzlich war sie wieder da die Angst vor der Bankenpleite und die ist ja auch nicht äh, unbegründet grundsätzlich hier sehen wir dass eben diese Schockwellen die in die Märkte gesendet worden sind durch dieses Silicon Valley Bank nun eben auch überall ankommen in den USA musste auch äh, praktisch mit Staatsgeld viele äh, Kundeneinlagen gerettet werden ja, und er hier musste sogar ran, um die Amerikaner zu beruhigen, ja. Pre is easy, also atmet ruhig, alles ist gut, wir haben alles im Griff, wir hören mal kurz rein. I want to briefly speak about what's happening in Silicon Valley Bank and Signature Bank. Today, thanks to the quick action of my administration over the past few days, Americans can have confidence that the banking system is safe. Your deposits will be there when you need them. Small businesses across the country, the deposit accounts at these banks, die Einlagen sind sicher, das hatten wir doch schon mal gehört irgendwann. Wir sagen den Sparerinnen und Sparern, dass ihre Einlagen sicher sind. Auch dafür steht die Bundesregierung ein. Aber es funktioniert. Die Leute sind beruhigt, haben auch keinen Schaden dadurch erlitten. Und es war auch eine wichtige Aktion, dass man hier als Staat entschlossen und eben auch beruhigend eingreift. Ja, und die Börsen fallen, die Anleger sind beunruhigt. Hier sehen wir ein Bild, wo der DAX über 3% gefallen ist. Und einmal im Jahr ist es fast immer so weit. Da gibt es nämlich den Ausverkauf am deutschen Aktienmarkt, so wie hier eben auch. Dabei kannst du so einen Ausverkauf ja nie geben, weil es immer Käufer gibt, die zu dem Zeitpunkt eben auch kaufen, während andere panisch verkaufen. Hoffentlich nicht du. Ja, der DAX zwischenzeitlich über 500 Punkte rutscht der ab. Mein Gott, was ist da los, ne? Große Panik, große Beunruhigung und solche Schlagzeilen wie hier sorgen auch dafür, dass die Leute zunehmend beunruhigt werden. Ja, also DAX-Anleger werfen ihre Papiere hektisch auf den Markt, ja? Also hier ist irgendwie Gefahrenverzug, so eine Art Fluchteffekt entsteht. Und ja, durch den erneuten Kursrutsch fällt der Leitindex unter eine sehr wichtige Marke. Ja, was passiert denn jetzt, wenn der unter so eine sehr wichtige Marke fällt? Muss ich da als Anleger reagieren? Ja, muss ich mich da im Prinzip anschließen an diesen hektischen Ausverkauf? Nee. Aber es war schon eine brisante Situation. Ja, wir reden immer noch über den März vom Jahr 2023 und wir sehen hier die Kurse der Aktien von Banken. Ja, und es waren alle Banken im Visier. Plötzlich war ja auch so, dass die Credit Suisse von der UBS aufgekauft werden musste und jetzt war die Frage, welche Bank kippt denn als nächstes? Wir haben ja sogar darüber geredet, dass die Deutsche Bank pleite gehen könnte. Also wir sehen hier an den Kursen konnte man ablesen, die Panik war eben da und immer wenn es Panik am Markt gibt, ja, dann wird es eben ungemütlich. Immer wenn die Panik dann auch hochkocht und das Ganze etwas gehypt wird, ist die Bild-Zeitung auch am Start und ja, beantwortet halt die wichtigsten Fragen, wie hier in dem Fall: Ist mein Sparbuch jetzt noch sicher? Ja, und hier bei der Frage, sollen Bürger jetzt ins Gold investieren, um Geld in Sicherheit zu bringen? Also so eine hektische, emotionale Reaktion, ob das eben jetzt richtig wäre? Und zum Glück haben sie da auch den richtigen gefragt, nämlich den Andreas Beck, der gesagt hat, nein, also es ist kein Grund jetzt zur Panik hier in alles, alles jetzt umzuwerfen und komplett in eine andere Anlageklasse zu gehen, wäre einfach das Falsche für eine langfristige Strategie. Die Märkte bleiben nervös. Wir sind nach wie vor noch im März, Ende März und wir stehen so bei rund 15.000. Die Kurse geben wieder nach und die Headline ist hier an dem Tag Kredit verspielt, warum die Bankenkrise erst am Anfang steht. Und wie soll es anders sein? Der nächste Ausverkauf steht an. Aber nicht alle leiden in dieser Phase. Es gibt durchaus einige, die freuen sich über diese täglichen schlechten Nachrichten und können jetzt praktisch in Stundentakt Filme rausbringen mit Headlines wie, ja, die nächste Krise wie 2008, ja, Schock, nächster Bank vor dem Kollaps, Bank Run. Dann haben wir hier, ja, Crash abgesagt. Dieses Risiko droht aber jetzt, ja, Crash von morgen früh, ja, ihm reicht es dann auch irgendwann und ja, das passiert jetzt, Crash. Also, das Wort Crash wurde da wieder sehr stark bemüht. Ja, und in gewissen Social Media Kreisen ist das wirklich absolut top für die, weil man kann jetzt richtig Reichweite generieren mit einem Thema, das genau das eben aufgreift und teilweise eben auch noch verstärkt. Ja, also hier haben wir auch Deutsche Bank und Crash. Hier haben wir dann auch wieder so Protagonisten, die man in jedem Crash in erster Reihe sieht. Die freuen sich wie die kleinen Kinder dann. Dann haben wir hier auch nochmal diesen Domino-Effekt, der hier an die Wand gemalt wird. Deutsche Bank und das Wort Crash mal wieder. Jetzt wird es richtig wild. Auch hier ne, wird suggeriert, ja, Deutsche Bank, da läuft einiges im Hintergrund offenbar schief. Ja, Anleitungen, was man jetzt tun muss, weil die Bankenpleite ja da ist. Und hier auch nochmal der Vergleich zum Jahr 2008, also in die Finanzkrise zurück. Ähm, ja, ein paar Monate später wissen wir jetzt, ganz so schlimm war es dann eben doch nicht. Ja, dann der ganz große Crash. Prophet und Angstmacher Dr. Markus Krall mit diesem Tweet flieht ihr Nachen. Ja, Ende April, die Lage beruhigt sich so langsam, die Leute beruhigen sich so langsam und die Headlines werden etwas freundlicher. DAX dreht ins Plus, die Anleger spekulieren aber auf einen rasanten Kursrutsch. Also auch hier gleich wieder, die Gefahr ist im Verzug. Denn es könnte ja sein, dass die derzeitige Ruhe am Aktienmarkt trügerisch ist. Es klingt vielleicht nach Stabilität, aber tatsächlich ist das ein Warnsignal. Es könnte aber auch sein, dass der DAX ein paar Tage später auf ein neues Rekord hochspringt. Aber Moment, da muss doch irgendwo ein Problem sein. Ja okay, wir nehmen einfach den drohenden Zahlungsausfall der USA. Verhärtete Fronten im US-Schuldenschreit schüren Angst vor einem Börsencrash. 28. Mai und wir haben Rezession und es droht auch noch ein Börsencrash. Kursrutsch am Aktienmarkt. Skeptiker erwarten Sturz auf 12.000 Punkte. Ja, der DAX steht jetzt bei knapp 16.000 Ende Mai und ja, ein Chefökonom von Allianz, nämlich der Ludovic Supran, den man nicht unbedingt kennen muss, der warnt vor einem Minsky-Moment und das klingt ja schon wahnsinnig kompetent. Was ist der Minsky-Moment? Ja, der wurde eben benannt nach dem US-Ökonom. Hüman Minsky und dieser äh, Minsky-Moment besagt, dass ein plötzlicher Crash nach einer langen Phase steigender Kurse ähm, kommt und eben eine harte Korrektur. Tja, dieser Minsky-Moment. Ja, der DAX kann bis zum Herbst auf 12.000 Punkte fallen, ja? das schätzt der Sentix-Chef Manfred Hübner. Aber auf der anderen Seite Anfang Juni, ja, da wird es günstiger. Ja? Der Sommer wird günstig und das bedeutet, dass die Inflation auch auf dem Rückgang ist, was ja eigentlich für die Märkte, für die Börsen ja eine ganz gute Nachricht ist. So steigt der Dax auf 16.200. Ja, der Dax schließt also nach US-Inflationszahlen im Plus neues Rekordhoch hätte große Tragweite. Moment, Moment, Moment. Wir haben Ende Juni der Dax steht bei 16.200 und du denkst wahrscheinlich die Krise ist vorbei. Ja? Aber in den nächsten sechs bis zwölf Monaten wird es wieder schlimmer. Das sagt zumindest hier André Stagge zu uns. Ja, und der möchte uns zeigen, wie er ähm, uns davor bewahren kann, nämlich indem wir uns ähm, für seine Investmentstrategien interessieren und uns am besten für sein Gratis-Webinar anmelden. Ja, und wahrscheinlich hat er recht, denn. Im August passiert, die Märkte fallen, die fallen, ja. Der Dax rutscht nach US-Downgrade über 250 Punkte ab. Erinnerungen an den Börsencrash 2011 werden wach. Was ihr aber auf keinen Fall ignorieren solltet, ja, schreibt hier das Focus Money Magazin, dass es da ganz eindeutige Verkaufssignale gibt. Und zwar ganz frische Verkaufssignale, ja. Denn alles hängt am seidenen Faden. Also hier ist doch wohl wirklich notwendig, sehr emotional und schnell und hektisch zu reagieren, oder? Ja, am 23.10. diese Headline. Der DAX findet nämlich keinen Halt. Ja, wegweisende Marke ist im Fokus. Es tut sich was. Schock an den Märkten, die weltweit steigenden Anleiherenditen sind Symptome einer Zeitenwende der Weltwirtschaft mit massiven Folgen für Unternehmen, Staatsfinanzen und für Verbraucher. Ach, ist doch egal, wir haben jetzt 2.11. DAX übersteigt 15.000 Punkte. Auftakt zur Jahresendrally. Ja, und tatsächlich, der DAX schließt nach US-Inflationsdaten deutlich im Plus. Indizien für Jahresendrally mehren sich. Ja, und wir sind jetzt hier schon bei 15.500 Punkte. 14.11.2023. DAX steigt über 16.000 Punkte. Ein wegweisender Bereich ist nah. Ja, aber trotzdem hat es das Wort Krisenmodus zum Wort des Jahres geschafft. Also wir hatten in dem Jahr offenbar doch sehr, sehr viele Krisen. Und ja, zumindest was die Kurse an den Märkten angeht, stand heute na, ja, ist alles halb so schlimm. Da kann man sich schon mal die Frage stellen, warum geht es dem DAX eigentlich so gut? Wenn es doch Deutschland so schlecht geht. Dem geht es nämlich so gut, dass er sogar über 17.000 Punkte steigt. Also muss man ja schon sagen, da war ja wieder viel, viel, viel Lärm und viel, viel Panik im Karton. Und am Ende ist gar nicht viel passiert. Ganz im Gegenteil, es lief sogar recht gut sodass ich nochmal zu dem Anfang zurückkomme, es wäre vielleicht einfach entspannter, wenn wir weniger auf diese Tagesnews hören würden und vielleicht einfach uns vorstellen würden, es gäbe nur zwei ähm, Kursfeststellungspunkte, nämlich einen am Anfang des Jahres und dann nochmal einen am Ende des Jahres. Das würde uns eben sehr viel Stress, sehr viel Hektik, sehr viel Lebenszeit auch sparen, indem wir irgendwelche Artikel lesen. Indem wir irgendwas erfahren wollen, was wir am Ende ja doch nicht erfahren und was uns am Ende auch überhaupt gar nichts bringt. Ja, und in diesem Sinne wünsche ich euch allen ein frohes, neues, optimistisches neues Jahr 2024. Und ich werde auch im neuen Jahr darauf achten, was da alles so geschrieben wird in den Medien, im Internet, von irgendwelchen Crash-Propheten, von irgendwelchen möchtegern experten und dann am Ende des Jahres vielleicht mal wieder so einen entspannten Rückblick machen. Wie heute. In diesem Sinne, macht's gut und investiert auch im neuen Jahr in Wissen.